Hi, hallo und herzlich willkommen zurück zum Weg der Runologie. Lange ist es her. Leider hatte ich aus privaten Gründen erstmal nicht so viel Zeit, weiter so viel Licht zu farmen, und dann ist Starstable auf die tolle Idee gekommen: Hey, lasst uns doch das mal von 500 auf 800 erhöhen. Ja, ich hatte noch weniger Zeit. Ich hatte halt noch weniger Motivation an die ganzen Mist hier zu farmen. Ich habe auch schon ein bisschen weiter geskillt in dem Baum. Ich lese euch gleich mal noch vor, was ich geskillt habe. Ich musste vorher einmal dazu ablassen. Ich finde es sowas von extrem blöd, dass Starstable das gemacht hat, diese Preiserhöhung. Klar, für Leute, die den ganzen Tag vom PC hängen können und eh nichts anderes zu tun haben, ist es ganz cool, wenn die mehr zu tun haben. Aber bei mir ist es zum Beispiel, ich gehe arbeiten, ich habe noch ein Pony, um das ich mich kümmern muss. Dieses Pony ist auch vor kurzem erst umgezogen. Deswegen hatte ich da jetzt echt viel um die Ohren, und dann ist es eigentlich kaum möglich, dass ich... Ich kann kein Mathe, ich muss meinen Taschenrechner nehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kleidung lasse ich mal aus. 6 mal 8, wäre gut, wenn man das im Kopf könnte. Gut, dann lasse ich dann 4800 Licht nebenbei noch zusammenfarme, um diesen einen Skillbaum toll zu bekommen. Finde ich schon echt heftig. Also, ich fand die 500 schon hart für den Weg des Pfads Frohmuts, für den Pfad der Runologie. Ja, ich habe jetzt die letzten paar Stunden, ich weiß gar nicht, ob Stunden waren. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon sehr lange für das ganze Licht da dran gesessen, und ja, ich fand das mit den 500 irgendwie angenehmer. Aber nichtsdestotrotz legen wir es los. Du lässt dir mehr beibringen, lernst dazu und kannst tiefer in die Bedeutung der Runenglyphen eintauchen. Größere Herausforderungen gewähren dir größere Belohnungen. Damit schaltest du in Schwierigkeit schwer für Runenglyphen-Rätsel frei. Gleichzeitig damit bekommen wir noch: Sprich mit Jade, um mehr über einen weiteren Runenstein zu erfahren. Damit schaltest du die Position eines weiteren Runensteines frei. Das werden wir jetzt einmal zusammen machen. Ich könnte deine Hilfe dabei gebrauchen, mehr Runensteine in Hollowoods zu stabilisieren. Kannst du die Berge von Hollowoods nach aktiven Runensteinen absuchen? Sure can. Von dem See hier hochreiten, haben wir dann da oben den Runenstein, wie wir erkennen können. Können wir, glaube ich, auch direkt schon mal nutzen. Ja, dann können wir uns nämlich direkt einmal schwere Rätsel angucken. Eine Glyphe erscheint über dem Runenstein. Finde diese Glyphe im Gebiet um den Runenstein. Ach Quatsch, wir müssen schwer auch angehen. Ja. Drei Glyphen erscheinen über dem Runenstein. Finde diese Glyphen im Gebiet um den Runenstein, um die Herausforderung abzuschließen. Der Bodennebel schränkt den Bereich ein, in dem die Glyphen zu finden sind. Vorsicht, es sind jetzt mehr falsche Glyphen dort draußen. 180 Licht gibt es als Belohnung. Wir brauchen diesen Haken, wir brauchen das J und wir brauchen das Y. Da ist das J. Das haben wir nicht. Das haben wir auch nicht. €1000-Frage. Wie weit können wir reiten, ohne dass das Gebiet aufhört? Den Blitz brauchen wir nicht. Das Y ist da. Ich meine, technisch gesehen ist hier noch lila Nebel. Praktisch gesehen habe ich schon gemerkt, dass das nicht viel heißt. Ja, sag ich ja. Ich hasse es so sehr. Wozu ist der Nebel denn da, wenn es noch nicht mal, wenn es total inkorrekt ist? Was soll das denn? Ich meine, ich kann doch nicht die Einzige sein, die so blöd ist, oder? Aber Blitz, C und G. Ich nenne das mal G, es ist kein G, aber... Da ist das C. Dreieck brauchen wir nicht. Hier ist dieses G. Noch den Blitz. Ich weiß natürlich wieder nicht, wie weit wir laufen dürfen, aber... Da ist der Blitz schon. Okay, das war einfach. Der Blitz auch, das wollte ich noch gesagt haben. Das fand ich voll cool. Mich hat nämlich jemand per Ingame fast angeschrieben und gefragt, ob ich bei der Quest weiterhelfen kann. Ja, ich habe mich erstmal sehr gefreut. Ich finde auch immer, wenn ich Kommentare bekomme, ich so einen ganz breiten Grinsen vor meinem PC und denke mir so, ha, es gucken Leute meine Videos. Ja, das Coole daran fand ich nämlich, dass ich eigentlich damals angefangen habe, die Videos zu machen, weil meine beste Freundin manchmal ein bisschen Hilfe braucht. Oh Gott, ist der Hintergrund so laut. Ich hoffe,
hoffe, das stört nicht. Genau, meine beste Freundin braucht manchmal ein bisschen Hilfe und es ist dann für mich das Einfachste, wenn ich sage, guck bitte einfach das Video. Als wenn ich dann versuche, ihr das immer so irgendwie versuchen zu zeigen. Deswegen, das ist ganz cool, wenn andere Leute das auch schauen. Das freut mich immer voll. Ja, leider konnte ich nicht weiterhelfen, weil ich noch nicht genug Licht gesammelt habe, um die Quest selber gemacht zu haben, aber ich bin dabei. Irgendwann kommt das so. Hoffe ich. Man sieht. Ja, wir haben den Runenstein gefunden, Jade. Danke für deine Hilfe. Denk daran, mit den Runensteinen zu interagieren, um sie in Balance zu halten. Das werden wir tun. Dann habe ich hier einmal weiter geskillt. Erlerne die neue Kunst des Runenschnitzens. Damit bekommst du eine optionale Herausforderung, die Belohnungen für Runenschnittkunsträtsel erhöht. Wer die Runologie länger studiert, kann immer komplexere Symbole deuten. Damit bekommst du eine optionale Herausforderung, die die Belohnung für Runenschnittkunsträtsel erhöht. Dann machen wir einmal erst hier weiter. Und zwar bei der Runeninspiration Level 1. Hin und wieder küsst dich die Inspiration und du kannst die Macht des Gartenpulvers einsetzen, ohne es zu verbrauchen. Du hast die winzige Chance, deine verbrauchten Gartenpulver nach dem Öffnen einer Gefangenentasche zurückzubekommen. Das ist ganz cool, das hat nämlich auch schon ein paar Mal funktioniert. Feiere ich sehr. Und ja, die Kleidung werde ich in diesem Video nicht zeigen. Das mache ich irgendwann separat, weil das mir gerade die Lichtpunkte nicht wert. Deswegen mit der Quest weitermachen. Sprich mit Jade, um die Quest zu beginnen, nach Petra und Irinis zu suchen. Let's go! Mia, hast du eine Veränderung im Wald bemerkt? Spürst du das? Es ist, als würden Petra und Irinis nach dir rufen. Du sollst nach ihnen Ausschau halten. Es fühlt sich so an, als wollten sie etwas von dir. Finde heraus, was sie wollen und komm zu mir zurück. Das Pferd betrachtet dich neugierig, als würde es dich irgendwohin begleiten wollen. Das Pferd stößt sich mit seiner Nase an und nickt in Richtung des Runensteins. Der Runenstein. Irinis, welcher Runenstein? Ich bin gerade komplett lost, Mann. Oh Gott. Ja. Wahrscheinlich. Ne, das fand ich nicht. Der war doch hier oben irgendwo, oder? Wenn ich ein bisschen besseren Orientierungssinn hätte, wäre mein Leben so viel leichter. Da ist ein Runenstein gewesen. Hier ist der Runenstein. Ich probiere es jetzt einfach mal hier so ein Rätsel zu machen.
Okay, das hat funktioniert. Gut, das heißt, man muss hier bitte ein Runenrätsel machen. Ich glaube, das ist auch scheißegal, an welchem Stein. Erzähl mir, was passiert ist. Du hast, was hast du herausgefunden hier? Wirklich? Du hast mit Petra und Irinis Runensteine stabilisiert? Petra und Irini sind die beiden Runenpferde. Also ist es nur logisch, dass sie sich die Stabilität für alle Runensteine auf Jorvik wünschen. Da sie sich meistens in den Wildwoods aufhalten, hat es eine besondere Bedeutung, dass sie sich als Freundin auserwählt haben, die ihnen helfen soll, die Runensteine hier in Hollowoods in Balance zu bringen. Wir sehen uns später. Auch wir sehen uns später wieder zum nächsten Teil. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.